Mein Name ist Dr. Thomas Aigner, ich bin Facharzt für plastische, ästhetische und rekonstruktive Chirurgie und betreibe meine Ordinationen einerseits hier in Wien im 7. Bezirk, andererseits im 22. Bezirk die Ordination Schönheit to go im Donauzentrum. Bei mir in der Ordination gliedert es sich in drei Schwerpunkte. Der erste Part ist sicher Brustoperationen in allen Facetten, die es gibt, Brustvergrößerungen, Brustverkleinerungen, Bruststraffungen mit und ohne Implantat. Das ist sicher die häufig durchgeführteste OP bei mir in der Ordination. Der zweite Part ist non-invasiv oder minimalinvasiv. In meiner zweiten Ordination, Schönheit to go, werden eben sehr viele Botox und Hyaluron oder Fillerbehandlungen durchgeführt. Der dritte Part ist auch noch ein operativer Part, wo eben Fadenlifting, Eigenfetttransplantationen, aber auch Bauchdeckenstraffungen oder Oberschenkelstraffungen durchgeführt werden. Brustoperationen mache ich sehr, sehr viele und bin sicher spezialisiert auf das Gebiet. Macht mir sehr viel Spaß, eine Brustoperation durchzuführen, einfach auch mit den Frauen oder Patientinnen darüber zu reden, was sie sich vorstellen und einfach auch ihre eigenen Ideen dann umzusetzen. Einfach auch die Veränderung der Patientinnen zu sehen, wie schüchtern sie oft vor einer OP vor dem Spiegel stehen und auch so ein bisschen mehr mit Selbstsicherheit danach. Also über die Jahre war es eigentlich immer so, dass ich mit dem Spruch, den ich von Anfang an geprägt habe, mit natürlich ist das Neue schön, das eigentlich wirklich verfolge. Ich bin eigentlich wer, der doch eher auf der natürlichen Seite liegt, wo ich einfach finde, man sollte keine Makel beheben, aber das extrem Übertriebene oder extrem Überzeichnete ist eigentlich was ich persönlich nicht so gern mag.